Und jetzt die Sauerei mit der Fabrik. Ja, harte Zeiten für alle. Und bei Ihnen, Carella, alles okay? Ich weiß nicht. Ich hab's verbockt. So richtig. Was ist passiert? Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tyndall, na, Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim, dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß, es war nur, es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen, aber es gab gute Gründe dafür. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tyndall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue, und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass Sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte Ihre Hilfe wirklich brauchen. Ja, komm, wir helfen dem mal. Also gut, erzählen Sie mir mehr. Wirklich? Wow, danke, Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Verstanden. Ab jetzt übernehme ich. Ja, hier haben wir auch Adams PC. Ach, guck mal, da haben wir einen ganz schwierigen PC zu knacken. Okay. Gut, da können wir jetzt nicht wirklich was dran machen. Aber da müssen wir mal knacken. PDA. Tabulator zum Lesen drücken. Wo haben wir da denn PDA? Frank Pritchard. Ich wusste nicht. Mandrake ist das Passwort. Mandrake. Zugriff gewährt. Danke. Adam, ich will Sie wirklich nicht nerven, aber wegen dieser Neuropozyn-Diebstelle. Ich glaube, ich habe noch einen Verdächtigen. Ich habe Denzel Mitchell erwischt, als er meine Versa-Live-Bestellung durchsuchte. Angeblich wollte er für einen Auftrag, den er für David checken sollte, die Adresse überprüfen. Aber die müsste er doch längst haben. Einem Anwalt fällt eine bessere Ausrede ein. Der Türcode ist übrigens 1364. Ich freue mich wirklich, dass sie wieder da sind. Blalalala, da habe ich jetzt gar keine Lust. Können wir. Büro Nummer 23. Was war nochmal der Code? Scheiße. 1364. 1364, okay. Büro 23, wo haben wir das denn? Da haben wir das. Müssen wir dann eben dahin gehen. Das sind nur Toiletten. Ach so, die sind auch hier auf Etagen nach. In der dritten Etage. Muss eine Etage tiefer 20 sein. Mich nicht alles durch. Ja. Büro 23 ist wo? 1364 war das Passwort. Da, 23. Eins, drei, sechs, vier. Zugriff verweigert? Verdammt, Hecken. Oh, kann ich noch gar nicht hacken. Okay. 1, 3. Wo war das? 1, 3, 4, 6? Verdammt. Noch einmal schnell hinsprinten. Einmal schnell auf. Mal gucken. 1, 3, 6, 4. Büro 23. Drei, sieben, ein, sechs, sagt er.
3716. Okay, dann teste ich mal 3716. Ach, guck mal, hier kann ich auch hacken. 3716, 37. Ich muss mir immer wieder den Kopf einreden, damit ich ja bloß nicht vergesse. 3716, 3716, 3716. Zugriff gewährt, ja. Da haben wir Credit Chip. Machen wir zu. Zu. Da haben wir ein E-Book. Die nächsten drei Jahrzehnte. Wo stehen wir im Jahr 2050? Es gab einmal eine Zeit, in der wir vor einem weltweiten Staatenverband, sozusagen den Vereinigten Staaten der Erde, träumten. Vereint unter dem globalen Schirmherrschaft einer regierungsübergreifenden Körperschaft. Heute ist dieses Konzept allerdings überholt, um nicht zu sagen bizarr. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der souveräne Nationen und die formalen Regierungen der Länder kaum mehr sind als Demarkationslinien einer globalisierten Karte. Immer mehr Menschen fühlen sich keiner Nation, sondern der einzigen transnationalen Instanzen verbunden, die auch heute noch florieren, den Konzernen. Wir steuern also auf eine Zeit zu, in der die Menschen in erster Linie Bürger der Nation ihres Arbeitgebers sind und in zweiter Linie Chinesen, Franzosen oder Kanadier. In dieser Welt werden traditionelle Länderkomplexe wie die Vereinigten Staaten aufhören zu existieren. So, okay. Der Computer ist freigeschaltet. Okay. So, da wurde unter den geschrieben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Neuropozyn aus dem Labor verschwunden ist. Meistens in Nächten, in denen Sie gearbeitet haben. Haben Sie dafür eine Erklärung? Was genau werfen Sie mir vor, Frank? Ja, ich habe mir im Labor Neuropozyn besorgt für meine Forschung, aber ich habe jeden Tropfen dokumentiert und den Rest vor dem Gehen in den Kühlschrank zurückgelegt. Außerdem war ich nicht der Einzige, der so spät noch gearbeitet hat. Fragen Sie Burger, ich nenne ihn jetzt einfach Burger, hört sich danach an, nämlich. Er kann es bestätigen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich werfe Ihnen gar nichts vor. Aber als Sicherheitschef ist es meine Pflicht, allen Hinweisen nachzugehen. Die Forschungsergebnisse, was auch immer Mackens Team mit diesem Patient X vorhatte, ist unglaublich. Ich habe die Tests dreimal wiederholt, um sicher zu gehen. Es hat keinen der bekannten Reaktionsmarker. Noch 8 Wochen ohne Neuropozyn. Das gab es noch nie, Will. Hören Sie, ich muss jetzt los, aber Sie müssen sich die Ergebnisse ansehen. Kommen Sie in mein Büro, Zimmer 32. Falls die Tür zu ist, mit 9642 kommen Sie rein. Das machen wir gleich dann. Oder? Ja, da gehen wir eben schnell jetzt mal hin. Hier habe ich jetzt keine Lust, hier die 2 vorzulesen. 32, 9642. Das habe ich bis gleich wieder vergessen, verdammt. Da, 9642. 96. Ach, das steht auch da. Nehmen wir das auch noch mit. Och nö, Leute. Och nö. Naja, dann mache ich hier mal. Ich speichere jetzt einmal kurz. Ja, einmal übernehmen. Zack. Dann mache ich jetzt hier mal einen Schnitt und zocke später weiter, weil das vorzulesen, das schaue ich nicht mehr, weil ich einen ziemlich trockenen Mund habe. Ich spucke hier schon Staub. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber trotzdem habe ich einen relativ trockenen Mund. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme und viel Spaß bei den Folgen. Tschüssi!